Für die Aktienmärkte werden heute zwei Dinge wichtig. Erstens, das, was Donald Trump jetzt gegen Twitter und wahrscheinlich auch Facebook und Google angekündigt hat, das dürfte den Tech-Sektor heute sehr interessieren, der ja schon seit einiger Zeit in den USA oder seit einigen Tagen nicht mehr so gut läuft, Nasdaq. Und wir haben auf der anderen Seite diese Spannungen zwischen China und den USA in der Hongkong-Frage, nachdem heute dieses Hongkong-Gesetz verabschiedet wird von der kommunistischen Partei, diesem Kongress, der derzeit stattfindet, und die Amerikaner, die haben Gegenmaßnahmen schon angekündigt und teilweise umgesetzt, und das wird jetzt sozusagen immer politischer. Auf der einen Seite das innenpolitische Moment, in dem Donald Trump praktisch die sozialen Medien angreift, da soll es heute eine große Ankündigung geben, wie er gesagt hat, und auf der anderen Seite eben dieses außenpolitische Moment, dieser Machtkampf zwischen den USA und China, Corona-Krise 2.0, das wird jetzt der entscheidende Mover möglicherweise auch für die Aktienmärkte. Wir werden sehen. Gleich in medias res. Schauen wir uns mal an, was da der Fall ist. Zunächst mal dieser Tweet von Donald, der gesagt hat, Big Tech is doing everything. Die tun alles, um hier zu zensieren und sich damit in den Wahlkampf 2020 ein bisschen einzuschalten. Dann sind wir nicht mehr frei, wenn das passiert. Ich werde das nicht zulassen. Das haben sie schon 2016, also bei der letzten Wahl, probiert und sie sind damit gescheitert. Bleibt aufmerksam, da kommt was, sagt er dann. Gestern ja dieser Tweet, wo er sagt, die Republikaner, die werden benachteiligt durch die sozialen Medien oder würden benachteiligt, so said Donald. Dann heute eben auch, heute nach der Tweet, Twitter has now shown that everything we have been saying about them and about their compatriots, also alles, was wir über Twitter und gesagt haben und die Mitbewerber von Twitter, ist korrekt. Big action to follow, das ist der wichtige Satz. Es kommt heute eine große Aktion, welche wollen wir gleich mal anschauen. Dann Kellyanne Conway, praktisch das Abziehbild einer Amerikanerin, wie man sie sich in den tiefsten und schlimmsten Albträumen vorstellt. Da sehen wir, Twitter cannot suppress voices and others can't suppress votes. Das heißt, Twitter darf nicht hier sich einmischen, darf nicht unterdrücken, Stimmen unterdrücken, praktisch Wahlstimmen unterdrücken, etc. etc. Worum geht es jetzt? Was wird Trump und die Trump-Administration wohl heute ankündigen? Das wollen wir uns hier mal anschauen. Es geht um die Section 230 of the Communications Decency Act. Das ist ein Gesetz, das im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes 1996 verabschiedet wurde. Und warum ist das sehr wichtig? Weil es einen Unterschied machte zwischen einer Plattform, einer sozialen Plattform, wie etwa Twitter, Facebook etc., die normalerweise keine eigenen Inhalte produzieren, und einem Publisher, also eben einen Inhaltsproduzenten. Diese Plattformen sind praktisch nur eben eine Plattform für andere Inhaltsproduzenten, so die Logik. Deswegen haben die bestimmte Rechte, bestimmte Schutzrechte, diese Plattformen, und werden anders behandelt als eben die Publisher, die selber Inhalte produzieren. Dementsprechend soll offenkundig jetzt dieses Gesetz geändert werden, das mithin zumindest soziale Medien wie Twitter, wie auch Google und Facebook, wie Christoph Barrot hier zeigt, wohl laut der Washington Post, dass die auch wohl diese Privilegien verlieren sollen. Das ist der Grund wahrscheinlich, warum jetzt auch der Tech-Sektor nicht mehr so gut läuft, weil der Gegenwind durch die Trump-Administration größer wird. Zunächst mal Facebook, Google und Twitter möglicherweise, aber auch bald Amazon, der gilt, Jeff Bezos gilt ja als nicht gerade großer Freund von Sid Donald. Also das wird jetzt ein Riesenthema, das wird ein spannendes Thema heute sein. Und das nächste Thema ist das, was zwischen den USA und China läuft. Jetzt Hongkong, hier hat man jetzt seitens des State Departments, also praktisch des Außenministeriums in Gestalt von Pompeo, gesagt, wir sehen, dass Hongkong nicht mehr unabhängig ist. Das wird weitreichende Konsequenzen haben. Jetzt wird es zunächst mal eine Abstimmung geben, in der Sanktionen gegen chinesische Offizielle verhängt werden, die in der Uiguren-Frage als schuldig angesehen werden. Das Abgeordnetenhaus wird da eine Legislatur verabschieden, und dann sagt man hier in Washington, dass man Optionen in allen Spektren jetzt ausleuchte, wie man China bestrafen könne über diese Hongkong-Frage.
Und man überlegt auch, diese Special Tariff Rates praktisch abzuschaffen, also praktisch diese Sonderprivilegien, die Hongkong hat in Sachen Zölle. Man zahlt da praktisch sehr niedrige Zölle nur, oder Hongkong zahlt, wenn man aus Hongkong exportiert, in die USA zahlt man nur sehr geringe Zölle. Das wird also das große Thema. Ich verweise nochmal auf unseren Erfahrungsbericht, nicht auf unseren, sondern eines Hongkongers, der uns das zur Verfügung gestellt hat, exklusiv, und gesagt hat, so ist die Lage, darum geht es eigentlich. Das wird jetzt immer wichtiger. Gestern bei finanzmarktwelt.de, schauen Sie da nochmal rein, würde ich Sie bitten. Und das Thema Coronavirus, das hängt jetzt immer mehr auch mit der Corona-Krise zwischen den USA und China zusammen. Wir haben jetzt heute die USA mit über 100.000 Toten. Das ist ein großes Thema jetzt in den Medien in den USA. 1,7 Millionen Infizierte in den USA, Brasilien schon an Nummer 2. Da haben sich ja zwei Staatschefs mal an die Top-Platzierungen gehievt, Donald Trump und Bolsonaro. Irgendwie da eine gewisse Ähnlichkeit erkennbar, finden Sie nicht? Und an Nummer 3 kommt schon Putin mit Russia. Da hat man 370.000 Infizierte, aber keine 4.000 Tote. Das sind russische Wunder, nicht wahr? Also da sind die Russen teilweise noch erfolgreicher, was das Verstecken der Toten betrifft. Oder die haben sich selber versteckt, das weiß man ja bei den Toten nie so genau, gell? Also da sind die drei Herrschaften, die es mit der Meinungsfreiheit ganz hochhalten sind, da jetzt im Prinzip an der Spitze. Großes Thema. Donald Trump hatte ja hier schon mal eine Grafik gezeigt, wo man Projektionen hatte, wie viele Menschen werden sterben. 100 bis 240.000 war die mittlere Annahme eigentlich. Zunächst mal ging man von 60.000 aus, dann gab es eine mittlere Annahme, 100 bis 240.000, und eine ganz schlimme lag deutlich höher. Hier sehen wir Donald, wie er auf diese Grafik guckt, die er da vorgestellt hat. Und die Chinesen, die nehmen das wahr, wie Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, der sagt, über 100.000 Tote, das ist ein Zeichen für den Abstieg der USA. No official was dismissed or jailed. Niemand der Beamten oder Staatsdiener wurde entlassen oder eingesperrt. Das machen die Chinesen ja gerne, wenn sie einen Sündenbock brauchen. Dann wird immer entlassen, einsperren, Geld. Die waren es, nicht wir, sondern die waren es, die haben versagt. Aber die Partei ist an sich natürlich völlig okay. Also vielleicht könnte Donald mal überlegen, ein paar Leute einzusperren und zu entlassen, damit er sozusagen hier praktisch reingewaschen ist. Aber man sieht, die Tonlage verschärft sich zwischen den USA und China jetzt ein Stück in der Global Times. Die Zeit, die Ära, als wir uns von den Amerikanern einschüchtern lassen, wir, nämlich China, die sei vorbei, so heißt es da. Und nochmal anderes Thema, wir haben heute auch wieder Asienrampe. Die US-Futures werden schön nach oben gezogen, so um und bei 7 Uhr mit schöner Regelmäßigkeit. Und das fällt so langsam nun auch immer mehr Leuten auf, zum Beispiel der New York Times und Bespoke Investment. Die haben jetzt mal eine Grafik angefertigt seit 1993, was eigentlich an der Wall Street in den Regular Hours, also praktisch zur Kassazeit, der Fall ist. Nämlich praktisch nichts, minus, eher leicht im Minus, wenn also praktisch nur die Kassazeit zwischen 15:30 und 22 Uhr deutscher Zeit gewertet würde. Und outside Regular Trading Hours liegen wir fast bei 600%, und in den letzten Tagen, seit 17, 18 Tagen, ist das wieder besonders greifbar, diese Asienrampe. Also das ist nicht nur mir aufgefallen, da dreht jemand an der Schraube. Who are these guys, fragte der Artikel zum Beispiel in der New York Times. Wer sind diese Leute? Ja, da wird es welche geben, die ein bisschen an der Schraube drehen. Aber das ist natürlich nur eine wilde, wilde Verschwörungstheorie, meine Damen und Herren. Hier sehen wir das jetzt. Der neue Nasdaq ist der Russell 2000. Der ist gestern 4,5% im Minus gewesen, um dann 3,7% nach oben zu gehen. Das macht normalerweise nur der Nasdaq. Jetzt praktisch der Nebenwerteindex Russell, der neue Nasdaq. Wir haben gestern das Facebook gehabt. Da sehen wir, dass zum Beispiel die Begrifflichkeiten wie Zölle keine Rolle mehr spielen. Aber eben slow, also praktisch, dass die Dinge sich verlangsamen, schlechter werden, Coronavirus, Covid etc., das sind die Schlagworte. Heute kommen die US-Erstanträge, erwartet so um und bei 2,1 Millionen, letzte Woche ja 2,4 Millionen. Und wichtig, die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge, die zeigen, ob die Leute wieder in den Arbeitsprozess zurückkehren oder nicht. Hier die Erwartung knapp über 25 Millionen, nachdem die Zahl letzte Woche schon bei 25 Millionen lag. Und die BIP-Zahlen aus dem ersten Quartal, zweite Veröffentlichung in den USA. Da wird erwartet, dass die Zahl von minus 4,8 bestätigt wird. Das zweite Quartal dürfte so um und bei minus 30% sein. Und dass die Wall Street jetzt noch nicht auf Allzeithoch ist, ist angesichts dieser Spitzenzahlen wirklich ein Wunder. Aber schauen wir uns die Charts an. Und ich bewege mich jetzt von links nach rechts.
Vielleicht kennen Sie ja Anja Kohl, Börse vor 8 und so weiter. Die muss sich auch zweimal bewegen. Einmal da Kamera gucken, einmal da Kamera gucken. Alles ein bisschen hölzern. Ja? Wenn man sich da die Amerikaner anschaut, dann ist das ein bisschen eleganter. Ich habe mit Sissi Heidmanek vor ein paar Monaten gesprochen, die diese Sendung Börse vor 8 in der ARD vor einigen Jahren moderiert hat. Die meinte, was war das für ein Aufriss durch die ganzen Sendeanstalten der ARD, bis man sich entschieden hat, okay, wir machen das, dass praktisch der Moderator sich einmal dahin dreht und dann dahin dreht und ich mache das jetzt total spontan und move mich wie Michael Jackson praktisch hier auf die linke Seite und schauen wir uns einmal die Charts an jetzt, meine Damen und Herren, und gucken in die Asienrampe. Da ist sie, wie sie leibt und lebt, 3053, vorhin ging es nach unten, jetzt geht es wieder sportlich nach oben, weil man eben es schaffte, die Asienrampe hier zu etablieren. Das ist der S&P 500, die Charts von Capital.com, der DAX jetzt fast bei der 11.800er Marke, höre und staune. Wir sehen, dass Yield derzeit sich wenig bewegt, 1718er Krypteil bei 31,95, nachdem gestern die API-Lagerbestände überraschend deutlich gestiegen war mit über 8 Millionen Barrel. Heute kommen ja die offiziellen Daten und Euro-Dollar bei 1,1015 bleibt fest. Also das ist der Stand der Dinge. China und Twitter, Social Media, das sind heute die Themen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Start in diesem Zusammenhang, den Donnerstag. Und es schaut sonnig aus, meine Damen und Herren. Ich sage euch Servus und Ciao.